Herzlich willkommen bei Emily LP zu einem neuen Part von der Sims 2 Schwarze Witwe Challenge. Ja, und wir sind, wie ihr sehen könnt, gerade von unserem Sonntagsausflug in den Park zurückgekommen. Und jetzt muss ich erstmal gucken, es sind fast alle am Stinken. Bei Jonas ist das Hauptproblem, dass er unbedingt ins Bett will. Also würde ich sagen, legen wir ihn in sein Bett, genau, geh schlafen. Ich weiß nicht, was du da machen wolltest. Und du musst auch schlafen, hast aber vordringlich erst noch das Hygienebedürfnis. Das heißt, ihn schicken wir erstmal dahin. Und dann kann er hier auch schlafen. Und unsere Jessica, der geht es noch einigermaßen. Die müsste dringend auch noch duschen. Aber das kann man dann machen. Du gehst jetzt bitte erstmal hier füllen. Genau, geh erstmal füllen. Wir haben nämlich geangelt und ich glaube, Jessica und auch Leon haben jeweils einen Fisch gefangen. Jonas hat das nicht hingekriegt, soweit ich mich erinnern kann. Ja, und es war alles wunderbar. So, du kannst auch mal wieder ein bisschen was säubern. Komm, hier ist so viel dreckig. Mach mal sauber, Mädel. Ja, du kannst auch gleich ins Bett und alles, ist ja überhaupt kein Thema. Du musst aber eh warten, bis dein Mannequin da aus der Dusche kommt. Das hilft doch nichts, ne? Wir hatten einen richtig schönen Tag. Wir haben Musik zusammen gemacht auf der Open-Air-Bühne dort. Und ja, leider war das nicht ganz so gut gelungen, wie ich dachte. Normal sieht man, wie die zusammen musizieren. Irgendwie hat es gehangen, keine Ahnung. Hat überhaupt ein bisschen gehangen im letzten Part. Ich hoffe, das gibt sich wieder. Ja, dann hat Jonas ein Feuer entzündet und hat sich ein Marshmallow gegrillt. Jessica hat leckere Hamburger gemacht. Wir haben geangelt, wie gesagt. Wir haben Dart gespielt, Leute getroffen. Den Adrian Alotto sind wir über den Weg gelaufen und. Also insofern war alles super. Und ja, jetzt sind sie halt alle müde. Mehr oder weniger. Ja, und wir haben auch die Zeit genutzt und haben uns wieder ein bisschen angenähert an Jonas. Hier, ne? Also bei ihr ist es schon wieder in Ordnung, würde ich sagen. Das geht wieder. Umgekehrt ist es noch nicht so ganz. Da hat sie immer noch ein Minus vor der Tür stehen. Während es beim Leon schon wieder auch im Plusbereich ist beides. Also da müssen wir halt natürlich noch ein bisschen dran arbeiten. Aber das kriegen wir auch alles wieder hin. So, er soll jetzt erstmal so lange schlafen, bis sie da fertig ist. Und dann gucken wir mal, dass wir hier auch mal ausmachen. Weil es läuft ja echt alles. Es läuft der Fernseher. Es läuft die Musik. Alles trötet mir hier in die Ohren. Das ist auf Dauer natürlich nicht so dolle. Oh, und ich sehe gerade, Madame hätte auch was im Garten zu tun. Okay, und auf Toilette musst du jetzt auch noch plötzlich. Mann, das geht aber schnell bei dir. Du bist noch nicht so hundertprozentig müde. Was mache ich denn dann jetzt mit dir? Ah, nee, ich leg dich trotzdem erst nochmal hin, sonst ist es blöd. Die einen schlafen, die anderen sind dann wieder wach. Macht ihr mal ruhig wenigstens ein gewisses Mittagsschläfchen. Ich warte jetzt hier, dass ihr so halbwegs wieder fit werdet, dass wir den Abend noch rumkriegen können. Ja, ich hoffe, sie liegt gleich im Bett. Oh, hallo, wer bist denn du? Ach ja, und, was, Jonas? Ich glaube, Jonas, ja. Hat da einen Torben oder wen im Park getroffen, der ihm zu einem Blind Date verhelfen wollte. Haben wir natürlich abgeblockt, das wäre ein bisschen blöd. So, du kannst schon mal wieder aufstehen, Junge. Und machst dich jetzt auch mal hier ein bisschen schick. Und wenn du geduscht hast, kannst du das auch mal säubern. Okay, er möchte ja alles Mögliche haben, okay. Du bist auch wieder halbwegs fit und möchtest eine Party machen. Es ist immer noch Sonntag, ne? Boah, könnten wir ja mal machen. Haben wir denn ein Party-Outfit? Wollen wir Party machen? Oder einfach ganz normal? Zieh dich mal an. Und ja, den gucken wir mal, ne? Kannst du das Bett vielleicht wieder machen? Nee. Warte mal. Halt, stopp. Du willst eine ganz normale Party haben. Ich mach die mal fest. Wie sieht's denn aus? Wen kennst du denn alles so? Ah ja, guck, der kennt den auch. Ah nee, das ist Hugo.
Hast du doch weibliche Bekannte? Nö, ne? Aber eine Party, warum nicht? Ich meine, es ist ja noch relativ früh am Tag. Sag mal, gerade 6:30, ne? Sie könnte auch. Oh, sie kennt sogar jemanden. Die Veronika Massen. Wer kennst du die denn? Weiß ich gerade gar nicht. Okay. Ja, und da ist der Hugo. Und wo ist dieser Adrian? Den habe ich jetzt wieder verloren. Ah, hier. Der hat nämlich auch einen Blitz. Okay. Wie sieht's mit deinem? Ja, die ist auch fit. Okay, dann stehst du jetzt auch mal auf. Ziehst dir bitte was an. Jo, pass auf. Du gehst und machst eine Party. Anrufen. Nee, nix anrufen. Nein. Ach, was mache ich denn? Wir wollen eine Party veranstalten. Da er keine Sportparty machen will, machen wir eine normale Party. Ja, mach Party. It's Party Time. Warum denn nicht? Und dann bitte einschalten wieder. Ja, ist klar. Okay, dann darfst du alle deine Freunde einladen. Den Julian, den Jonas Köhler natürlich, den Hugo. Willst du den auch einladen? Warum nicht? Jörg Palm, ja komm, lad ein, wen du willst. Wir haben nur männliche Kumpels. Merkt ihr es? Ist irgendwie merkwürdig. Ja, laden wir die einfach mal alle ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einer geht noch. Wo kommt? Der kommt doch eh nicht. Also insofern, mach du mal. So, Madame, wenn du gemacht hast, was ich dir gesagt habe. So, es sind nicht alle Gäste zur Party erschienen, bla bla. Wenn du Gäste einlädst, ist klar, ist kein Thema. Und wir haben noch nicht mal geschmückt heute. Das ist jetzt einfach so eine aus dem Stegreif entstandene Launenparty. So bist du jetzt mal da drüben bald fertig. Oh Mann, oh. Das können wir noch machen. Ja, wir warten einfach mal hier vorne, oder? Oder wir tanzen schon mal. Wir können ja schon mal anfangen zu tanzen. Genau, tanz mal ein bisschen und dann holen wir die, die kommen halt dazu. So, Madame, du könntest Betten machen, ist eigentlich auch überbewertet, ne? Wir warten eigentlich darauf, dass hier mal einer fertig wird. Kannst du eigentlich irgendwelche, warte mal, Dessert servieren, Crêpes-Suzette, Nachtisch, Bärentörtchen, Wackelpudding, langweilig. Mittagessen, Chefsalat, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, einfach mal einen Salat servieren. Barsch mit Kürbispüree, fertig. Du kannst aber noch keine Servierplatte machen. Doch, hier. Eine Servierplatte. Chips oder Käse? Oh, mach doch für die Party ein paar Chips oder Käse. Komm, Käseplatte? Ja, komm, mach eine schöne Käseplatte. Das ist eine Idee. Das passt besser zu einer Party als jetzt ein richtiges Essen. Ah, da kommen ja auch schon ein paar Leute. Sehr schön. Gut. Oh ja, es sind doch mehr Leute, als ich dachte. Hi. So, Julian ist auf jeden Fall dabei. Den können wir bitte, nicht sagen, bitte mitmachen. Doch, ja. Hi, mach bitte mit uns. Mit und du auch. Und dich kenne ich nicht, aber du darfst auch mittanzen, ja. Und wer auch immer du da bist, müssen wir erst begrüßen. Nee, den will ich den nicht. Der ist nicht eingeladen gewesen, der kommt nur so vorbei. So, auf, alle zum Tanzen hier. Hi Leute, so, was willst du denn machen? Jemand überreden, einen anderen Sim zu unterhalten, Streichspielen, ne. Och, jetzt setzt du dich hin. Nein, also ehrlich, warte mal. Oh cool, gucke mal. Hier, Jonas, komm mal her, ich muss dich mal überreden. Wir tratschen erstmal und dann muss ich dich überreden zu. Reden mit dem anderen Jonas. Oder Julian? Julian, kannst du mit Julian quatschen? Komm. Junge, lass das putzen. Das ist jetzt uninteressant. So. Und Jessica hat schon Käseplatte serviert. Ja, cool. Rest weglegen, Teller nehmen. Okay. Cool. Wie, er will nicht? Oh, er will nicht. Das ist aber dumm. Warum willst du nicht? Wo rennst du jetzt hin? Hallo?
er macht Musik oben. Geht auch, jo. Kannst du auch machen. So, und wir quatschen hier mal. Julian, hi, wie geht's? Wie steht's? Alles klar bei dir? Quatscht mal ein bisschen und dann können wir auch vielleicht noch was, weiß ich, was machen. So, du kannst mal hier mit dem ein bisschen quasseln, reden, plaudern. Ja. Da oben hört dich keiner, weißt du. Es wäre mir ja ganz lieb, wenn du mal runterkämst. Du hast doch auch Hunger. Komm doch runter und ess was. Hier, Teller nehmen. Mach das mal. Die anderen sind sich da am Bedienen. Genau, nehmt euch was zu trinken. Das ist auch in Ordnung. Ja, hab ich dir gerade einen Witz erzählt oder mach ich das gerade? Ich weiß es gar nicht. Plaudern. Okay, okay, mit ihm will sie nicht plaudern. Okay, dann hier mal. Hallo! Hey, wie geht's? Hugo, alles klar bei dir? Ja, lass uns mal ein bisschen quatschen über Musik und Tanz und vielleicht hier so ein unterhalten. Breakdance. Warte mal. Stopp. Nee. Du gehst jetzt. Wo willst du hin? Was hast denn du vor? Teller nehmen oder? Nee, abspülen musst du jetzt nicht. Du kannst hier mal mit dem Jonas ein bisschen quaken. Komm mal her, erzähl mal einen Insiderwitz und rede mal mit ihm. War das nicht mal ein ehemaliger Kollege und keine Ahnung? Genau. Spielen, kitzeln, hier sowas. So. Dann kannst du ihn vielleicht auch mal überreden zu. Warte mal. Kannst du ihn überreden? Zu unterhalten. Thorsten? Ja Gott. Unterhalte Thorsten. Ist auch in Ordnung. So, und du kannst mal mit mir tanzen hier. Hallo. Und dann können wir dich mal überreden zu reden mit Elmar. Warum nicht? So, quatsch mal mit Elmar. Sehr schön. Klasse Stimmung haben wir. Sehr gut. Okay. Ah, da gibt's was zu trinken. Ja, komm. Mach mal Trinks. Mixgetränke hier. Ach, da ist einer im Pool. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, schön. So, und du hast auch Überrede zugemacht? Ja, prima. Toll, was haben wir denn da? Einen Streich spielen, ja. Elmar einen Streich spielen. Okay, Jonas will er schätzen. Tolle Party veranstalten. Ja, ich hoffe, sie wird toll. Und eine Kissenschlacht mit Elmar. Wo ist Elmar? Elmar ist jetzt gerade hier, ne? Das ist doch der da. Mhm. Ja, gut, okay. Dann, was will er da? Einen Streich spielen? Komm mal her. Streich spielen, Furzgeck. Komm, mach mal. Der ist da gerade. Was willst du noch mit ihm? Kissenschlacht. Ja, gut, okay. Spiel spielen, wie wär's denn? Eine Kissenschlacht geht noch nicht. Dann unterhalte ihn doch erstmal mit einem Witz. So, Jessica, Telefon, komm, geh ran. Es ist nicht übel. Oh, schade, wieder runtergeklatscht. Sie muss dringend mal auf Toilette. Ah, Michael ruft an, ja toll. Was kann ich dir denn noch Gutes tun? Kissenschlacht, ja, ich weiß nicht, geht das? Ja, wir kriegen keine Kissenschlacht, warte mal. Renn doch nicht immer weg, Junge. Weißt du was? Du kannst mal hier reingehen, mitmachen. Das könnte doch vielleicht auch ganz witzig sein. Auf geht's. Komm, nicht auf die Couch hocken.
Immer da mitmachen. Vielleicht haben wir noch ein paar Leute, die auch mitmachen wollen. Was machen die zwei da? Oh, die Kuh muss gefüttert werden, sehe ich gerade. Und auf Toilette musst du auch mal. Was macht Jonas eigentlich schon wieder? Wo ist denn der? Oh, der macht nur Musik. Ich meine, es ist ja schön und gut, dass du Musik machst. Du kannst mal hier hingehen. Hopp. Was willst du? Trinkgeld rappen. Genau, das hatte ich jetzt auch vor. Warte mal. Jessica, du musst die Leute rausschmeißen, ne? So geht's nicht. Ja, mach mal. Haben nur noch eine Stunde Zeit. Komm, geh mal da weg. Ich muss aufs Klo, Junge. Aufi. Hopp, hopp. Oh, nee. Und da kommt die Polizei. Och, Manu. Warum nur? Können wir... halt mal. Können wir nicht schnell noch die Musik ausmachen? Ausschalten. Mach die Musik aus. Schnell. Beeil dich. Die Polizei kommt, beschwert sich. Das ist blöd. Oh Mann, das wird nichts mit der tollen Party. Ey, Mädel, du solltest... Endergebnis. Nicht übel. Immer werden unsere Partys gesprengt. Mann, ich fange doch echt früh an abends. Es ist halt gerade mal 23 Uhr. Ach, ihr seid alle doof. So. Musst du morgen wieder arbeiten? Jetzt muss ich mal gucken. Nee, er hat Montag auch frei. Weißt du was? Dann gehst du jetzt bitte hier noch einen Teller nehmen, bevor du ins Bett versinkst. Geh einen Teller nehmen und dann kannst du hier schlafen. So, Leon. Er hat aber immerhin seinen Wunsch scheinbar erfüllt bekommen. Cool, hat ja doch geklappt. Ja, fein. Was hast du denn jetzt für Wünsche? Mit Thorsten anfreunden? Mit jemand Kissenschlacht mit Elmar? Elmar tanzen? Naja, gut. Guck aber mal, du würdest auch jetzt erstmal was essen. Ich weiß, an dieser Käse-Dings ist nicht viel dran. Aber geh mal machen. Und du gehst bitte endlich auf Toilette. Ich hasse es. So, und dann muss ich auf die Uhr gucken. Weil schon wieder, ich habe das Gefühl... Mir rennt die Zeit schon wieder weg. Ah ja, gut, okay, wir haben noch ein bisschen. Sehr schön. Dann kann sie nämlich auch noch die Kuh füttern und nicht, dass da, ne? Ich meine, wir haben zwar abgeschlossen, aber ich vertraue dem nicht immer so. Ja, da war das eine ganz spontane Party, würde ich mal sagen. Limbo. Warum nicht? Ich höre irgendwelche Geräusche schon wieder. Ach, die Musik ist noch an. Ich habe eben gedacht, So, dann schnappst du dir hier die Kuh mit ihrem Kuchen und schnappst dir hier noch was zu essen. So, er geht ja dann sowieso hoch schlafen. Na, hat dir die Party auch gefallen? Ich hab mir Mühe gegeben. Und die Polizei kam halt wieder und hat alles kaputt gemacht. Blöde Polizei hier aber auch. Mann, oh, man kann doch nicht mal richtig feiern. Das ist doof. Oh, Mahlzeit. Ne? Ja, und diese Käseplatte von meiner Frau. Oh, obwohl, so ganz übel ist sie ja nicht. Aber ich glaube, wir müssen weiter kochen üben, damit die Dinger besser werden. Mhm. Naja. So. Er geht schon mal schlafen. Okay, gute Nacht. Schlaf gut. Dann rede ich so lange mit meiner Erzallerliebsten. Ja, ja. Na, meine Süße? Aber du hattest Spaß an der Party, ne? Ja, ja, ja. Und wie? Er hat ganz viel Spaß an der Party. Sehr schön. Pass mal auf, da kannst du mal abspülen. Kannst da mal abspülen. Kannst ja vielleicht die Reste mal weglegen. Und dann reicht's aber auch. Vielleicht willst du noch einen kleinen Absacker nehmen hier. Wie wär's damit? Noch so einen kleinen Absacker, so einen kleinen Trink zum Abschluss. Ja, und dann legen wir euch alle ins Bett und dann müsst ihr sowieso erstmal Haja machen. Aber dann war das doch ein echt ereignisreicher Sonntag. Erst gibt's einen Ausflug in den Park und dann wird auch noch hier eine Party geschmissen, mal so ganz spontan. Ja, finde ich lustig. Und da sind noch genau zwei Trinks übrig, da könnt ihr euch zusammen noch einen Trink gönnen. Komm Mädel, hier, hallo. Nimm dir den. Kannst du, warte kurz. Ihr habt beide was in der Finger wertschätzen. Und dann für den Rücken kraulen. Ich weiß nicht, kann man sich hier auch zuprosten? Das ist jetzt das, wo ich wieder nicht weiß.
Toast aussprechen. Nee, ich glaube, das gab's dann nur woanders. Unterhalten. Schmutziger Witz erzählen. Nein, haben wir hier was? Steh bloß, Geschenk, Foto machen, unterm Sternenhimmel kuscheln. Nein, da ist nichts. Okay, dann trinkt ihr einfach so miteinander. Ja, lasst's euch schmecken. Prösterchen. Hab ich dir eigentlich schon erzählt, wie ich gelernt habe zu laufen und zu Töpfchen zu kommen und überhaupt irgendwie was zu sprechen? Gab's ja bei dir auch so komische Blöcke, die du stapeln konntest oder so Krummkreisel? Ich hatte ja früher einen Krummkreisel, genau. So, Dele, und dann würde ich sagen, gehst du ins Bett. Du willst schon schlafen? Ja, das ist gut. Und du gehst auch schlafen. Halt, mach bitte vorher noch die Musik aus, sonst trötet die wieder die ganze Nacht. Und dann schlafen. So, und dann war's das auch schon wieder von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Part. Und wie das hier weitergeht mit unseren drei Lieben und ob die sich mal wieder annähern oder wie auch immer, das sehen wir dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.